So, die Mittagspause ist vorbei. Ich hoffe, Sie haben sich alle gut erholt und wir können frisch gestärkt in die zweite Runde des heutigen Plenartags gehen. Wir starten mit dem Antrag der Fraktion Die Linken, polizeiliches Fehlverhalten, Gewalt und Übergriffe gegen die Zivilgesellschaft stoppen und aufklären mit der Drucksache 20-3466, Tagesordnungspunkt 58. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Schaus zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Durch Bilder massiver Polizeigewalt in den USA und die Proteste der Zivilgesellschaft hiergegen ist auch die Diskussion über Polizeigewalt und strukturellen Rassismus in Deutschland neu entflammt. Diese Diskussion erhält Nahrung durch Bilder von Polizeigewalt und Berichte über massives Fehlverhalten auch bei uns in Hessen. Die Linke hat das Thema deshalb hier mit einem Antrag auf die Tagesordnung gesetzt, weil wir diese Diskussion verantwortungsvoll führen und uns in unseren Forderungen bestätigt fühlen. Wir brauchen Verständigung und Respekt in allen Teilen der Gesellschaft statt Gewalt, Hass und Bedrohungen. Nicht nur Gewalt und Straftaten gegen die Polizei, sondern auch Gewalt und Straftaten auch durch die Polizei müssen konsequent thematisiert, aufgeklärt und geahndet werden. Denn Straftäter und Hooligans haben im Staatsdienst nichts zu suchen. Im Gegenteil, sie sind brandgefährlich. Verantwortungsvoll heißt, dass man die immer gleichen Unterstellungen, man würde, wenn man entsprechende Vorwürfe erst thematisiert, damit die Polizei pauschal diskreditieren, endlich einmal unterlässt. Niemand, auch ich nicht, unterstellt der Polizei oder den Behörden pauschal Rassismus. Dies wäre nämlich absurd und genauso menschenfeindlich im Übrigen wie andere Bevölkerungs- oder Berufsgruppen pauschal zu verunglimpfen. Zu einer verantwortungsvollen Diskussion gehört aber auch das Gerede von Einzelnen, von Einzelfällen ebenfalls zu unterlassen. Wir haben nämlich zu viele Einzelfälle, die es aufzuklären gilt. Und wir haben offensichtlich strukturelle Probleme, auch in den Behörden, denen wir begegnen müssen. Deshalb ist es dringend nötig, genau hinzuschauen. Wo liegen die Ursachen und Probleme? Was gilt es, wie zu untersuchen? Wo müssen schnell Konsequenzen gezogen werden? Wir müssen von allen Staatsdienern eine besondere Rechtstreue erwarten, insbesondere aber bei der Polizei, bei Justiz, Geheimdienst oder auch der Bundeswehr, da sie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in einer besonderen Position stehen, muss eine absolute Rechts- und Verfassungstreue vorausgesetzt werden. Eine fortschrittliche Staatsordnung und die Zuerkennung von Bürgerrechten bedeutet, dass der Staat sich in Ausübung seiner Machtmittel selbst begrenzt und stets selbstkritisch hinterfragt. Die Ausübung des Machtmonopols bei der Polizei muss stets zurückhaltend und mit Bedacht erfolgen. Und liegen Hinweise oder gar Fakten vor, wonach diese Macht missbraucht wird oder dass es gar strukturelle Probleme gibt, dann muss dies zu sofortigen Reaktionen bis hin zur Entfernung aus dem Staatsdienst und zu strukturellen Veränderungen führen. Zu versuchen, die vielen Einzelfälle von Machtmissbrauch unter den Teppich zu kehren, wird den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land nicht gerecht, sondern es wird in der Fülle der Ereignisse insgesamt politisch und gesellschaftlich problematisch. Und das zu verdeutlichen, fange ich beim großen Ganzen an, nämlich beim NSU-Komplex und der sogenannten NSU 2.0-Affäre. Es gibt, ich bitte Sie, sich das einmal aus der Perspektive der Betroffenen vorzustellen. Über ein Jahrzehnt der NSU-Mordermittlung wurde der Naziterror von den Behörden geleugnet und wurde die Terroropfer
sogar kriminalisiert. Als die Sache dann aufflog, wurde durch die Behörden Akten geschreddert oder für Generationen, zum Beispiel 120 Jahre, zur Geheimsache erklärt. In der NSU 2.0-Affäre wurden Daten von Polizeicomputern illegal abgerufen, und zwar immer wieder unmittelbar vor der ersten schrecklichen Drohmail. Die meisten Fakten wurden zunächst unter dem Deckel gehalten und erst durch oder nach Presseveröffentlichungen wurden sie öffentlich. Die in Rede stehenden Beamtinnen und Beamten wurden zum Teil bis heute in Wiesbaden nicht einmal vernommen. In zahlreichen Fällen ist bekannt, dass sich Polizeibeamte zutiefst rassistisch und fremdenfeindlich äußern oder verhalten haben. Stichwort Mülheim oder Wächtersbach. Aber sie sind weiter im Polizeidienst. Ich muss in diesem Komplex leider auch den Mord an Walter Lübcke hinweisen und hinzufügen, denn auch hier ist völlig unerklärlich, wie seit vielen Jahren aktive, militante Neonazis einfach vom Radar der Behörden verschwinden und sich sogar bewaffnen konnten. Und jetzt bitte ich Sie, sich vorzustellen, wie es sich für die Opfer des NSU oder des NSU 2, oder der NSU 2.0-Affäre oder die vielen anderen von Rassismus und rechter Hetze in unserem Land Betroffenen anfühlt, wenn ihnen daraufhin gesagt wird, dass die Behörden und die Polizei das schon noch aufklären werden. Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, wie es auf Sie wirken würde. Sie bekämen übelste Morddrohungen, sogar gegen Ihre Kinder, und Sie wenden sich dann an die Polizei und erfahren hinten herum, dass Ihre Daten von eben dieser Polizei kurz vor den Drohungen illegal abgerufen wurden. Und dass man seit 2 Jahren angeblich völlig schonungslos, aber dennoch erfolglos und ergebnislos ermittelt und wie in den jüngsten Fällen die in Rede stehenden Beamten angeblich wegen der Corona-Beschränkungen nicht einmal befragt hat. Es ist doch nur allzu logisch, dass so das Vertrauen in die Behörden Stück für Stück schwindet. Ich sage, wir müssen aus dieser Situation dringend heraus. Die Nichtaufklärung von NSU bis NSU 2.0 lastet schwer auf unserer Gesellschaft und sie zerstört das Vertrauen in den Staat. Und deshalb erwarte ich von dieser Landesregierung, dass sie endlich im Sinne des Rechtsstaats aufklärt und Vertrauen zurückgewinnt. Öffnen Sie endlich alle NSU-Akten, benennen Sie die Verantwortlichen und zeigen Sie Null Toleranz bei Rassismus, Fremdenfeindlichkeit auch innerhalb der Behörden. Seit Volker Bouffier 1999 Innenminister wurde, erschüttern innenpolitische Skandale konstant die hessische Landespolitik. Das ist abendfüllend, Konsequenzen keine. Um alleine die letzten Monate zu benennen, da wurde unter Gewalt im April eine Seebrückenkundgebung in Frankfurt aufgelöst, obwohl sich alle an die Abstandsregeln hielten und Mundschutz trugen. Zumindest, Entschuldigung, Fehlanzeige. Bei Kundgebungen von Rassistinnen und Rassisten, Faschisten, Verschwörungstheoretikern und AfD-Anhängern geht die Polizei softer um. Das ist das, was wir erfahren. Der Polizeieinsatz im Frankfurter Waldstadion, bei dem ein Fan aus dem Nichts heraus durch den unnötigen Stoß eines Polizeibeamten ein Rückelwirbel gebrochen wurde. Hier musste der Betroffene die polizeiliche Darstellung durch private Videoaufnahmen mit Attesten und Gerichtsverfahren entgegentreten. Entschuldigung, Fehlanzeige. Bei der Debatte um die Polizeistation Bischofsheim, wo Teile der Asservatenkammer zur Selbstbedienung freigegeben wurden, wird ausgerechnet auch der Beamte, der dies bemängelte, kritisierte und gemeldete, strafversetzt. Was für ein verheerendes Signal in die Polizei. Und jüngst auch noch die massive Polizeigewalt in Frankfurt-Sachsenhausen, bei der ein am Boden bereits fixierter Mensch massiv misshandelt wird. Ja, der Polizeiberuf ist schwierig. Man ist mit massiven gesellschaftlichen Missständen, mit persönlichen Dramen, mit Gewalt und auch Anfeindung ständig konfrontiert.
Aber wer dem nicht gewachsen ist, der ist eben dann gänzlich dafür ungeeignet. Dieses Signal wurde allzu oft in Hessen nicht gegeben, sondern eher das Gegenteil. Der Innenminister nutzte jedes Ereignis von Gewalt gegen Polizeibeamte zur öffentlichen Kritik und forderte die Verschärfung des Strafrechts. Aber die vielen Fälle von eindeutig unkorrektem Verhalten im Amt werden verharmlost oder gar unter den Teppich gekehrt. Ich glaube nicht, dass der Rücktritt des ehemaligen Landespolizeipräsidenten an dieser Situation etwas löst, weil er meiner Überzeugung nach nicht das Problem war. Das Problem, Herr Abgeordneter Schaus, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Das Problem ist ein Minister, der die eigentlichen Probleme aus politischen Gründen nicht konsequent angeht, sodass die hessische Polizei und die Behörden insgesamt in einem schlechten Licht erscheinen. Und das darf so nicht weitergehen. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Schaus. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Bauer für die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine gut funktionierende Polizei, die für die Bürgerinnen und Bürger da ist und zu der alle Vertrauen haben, ist das Rückgrat des Staates. Und Sicherheit braucht bekanntlich Vertrauen. Vertrauen in jene, die für unsere Sicherheit sorgen. Und das Fehlverhalten Einzelner erschüttert dieses Vertrauen. Und deshalb ist es so wichtig, klarzustellen, dass es in Hessen nach den Vorfällen der vergangenen Zeit ein Weiter-so wie bisher nicht geben darf. Es ist daher wesentlich, dass die hessische Polizei Fehlverhalten konsequent ahndet und sich die Gesamtorganisation sowie jeder einzelne Polizist zu einem Leitbild bekennt, das die Werte unserer Gesellschaft widerspiegelt. Und wir Christdemokraten begrüßen es daher ausdrücklich, dass Innenminister Peter Beuth mit der Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission zu dem Themenfeld Verantwortung der Polizei in einer pluralistischen Gesellschaft, die gute Arbeit der Polizeibeamten stärken, Fehlverhalten frühzeitig erkennen und ahnden, einen Prozess initiiert hat, um den Umgang mit polizeilichem Fehlverhalten weiterzuentwickeln und ein neues Leitbild der hessischen Polizei zu schaffen. Das übergeordnete Ziel der Expertenkommission ist es, das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden und in ihre Arbeit wiederherzustellen, und zwar als Bündnis zwischen Polizei, Politik, Wissenschaft und Bürgerinnen und Bürgern. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich klarstellen, die hessische Polizei verdient dieses Vertrauen. Andreas Grün, der Landesvorsitzende der GdP, ich darf ihn zitieren, sagt ganz deutlich, und ich kann mich seinem Zitat anschließen, er sagt, wir dulden keine Straftäter innerhalb der Polizei, schon gar nicht solche, welche durch extremistische oder rassistische Taten die Polizei erheblich beschädigen. Zitat Ende. Und diesem Zitat kann man sich doch nur vollen Herzens anschließen, meine Damen und Herren. Sie wissen alle, die Polizei leistet hervorragende Arbeit. Seit vielen Jahren gilt in Hessen der Dreiklang, der erfolgreiche Dreiklang, mehr Sicherheit durch mehr Polizei, weniger Kriminalität und höchste Aufklärung. Und es besteht für uns auch kein Zweifel, die übergroße Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten geht ihren Aufgaben engagiert, gewissenhaft und verantwortlich nach. Und auch zu Ihrer Unterstützung ist es notwendig, die aktuellen Vorgänge aufzuklären und die Verantwortlichen zu ermitteln. Das Ansehen der Polizei darf nicht länger unter dem Fehlverhalten Einzelner leiden, meine Damen und Herren. Werte Kolleginnen, werte Kollegen, derzeit ermitteln deutsche Justizbehörden in mehreren Städten wegen rechtsextremistischer Schreiben, in denen prominente Persönlichkeiten bedroht werden. Die widerwärtigen Drohungen unter dem Absender NSU 2.0 sollen die Betroffenen einschüchtern. Sie sind bedrückend und beängstigend. Und die Debatte gibt mir Gelegenheit, allen Adressatinnen und Adressaten, zu denen auch unsere Landtagskollegin Janine Wissler gehört, unser Mitgefühl und unsere Solidarität auszusprechen. Diese Bedrohungen sind zugleich ein Angriff auf uns alle und unerträglich. Und deshalb stehen im Zentrum der Bemühungen daher der Schutz
und die individuelle Betreuung der Betroffenen. Dass im Zusammenhang mit diesen Bedrohungen auch zusätzlich noch die Datenabfragen in den polizeilichen Systemen erfolgt sind, ist schlicht ungeheuerlich, meine Damen und Herren. Und auch hier unterstützen wir Innenminister Peter Beuth bei seinen Anstrengungen. Er hat mehrfach zugesichert, dass die hessischen Sicherheitsbehörden alles Erdenkliche tun werden, um den oder die Täter zu ermitteln und die unzulässigen Datenabfragen aufzuklären und zu unterbinden. Wir haben Vertrauen, dass es auch gelingen wird, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es schlicht ungehörig, dass Sie unter Punkt 3 Ihres linken Antrages den Eindruck erwecken, dass es jetzt zur Aufklärung jetzt endlich Ihrer Aufforderung bedürfte. Da wird nichts in den Teppich gekehrt, meine Damen und Herren. Es sind aber nach unserem Kenntnisstand, und Sie waren bei den Sitzungen ja dabei, äußerst komplexe Ermittlungen zu den Drohschreiben. Sie dauern noch an. Darüber wurde und darüber wird im Innenausschuss regelmäßig berichtet. Alle Maßnahmen werden jetzt bei einem Sonderermittler gebündelt und konzentriert fortgeführt. Dem über 30-köpfigen Ermittlerteam stehen alle notwendigen personellen und materiellen Ressourcen der hessischen Polizei zur Verfügung. Wir haben engen Kontakt mit anderen Bundesländern, dem BKA, und stehen auch im Austausch mit ausländischen Diensten. Meine Damen und Herren, auch im Bereich der Verbesserung der Abfrage sensibler Daten von Polizeicomputern wurden schon erste Ad-hoc-Maßnahmen umgesetzt. Die Kennungen wurden zurückgesetzt. Jeder Polizist erhielt eine neue Zugangsdatenkennung. Es gab eine erneute Belehrung durch die Vorgesetzten. Es erfolgte eine schriftliche Verpflichtung zur absoluten Geheimhaltung der persönlichen Kennung. Allen Anwendern wurde erneut klargestellt, dass jeder Abfrageverstoß konsequent disziplinarrechtlich und strafrechtlich, hier kann es immerhin in schweren Fällen eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren geben, dass alles verfolgt wird, was aufgedeckt wird, meine Damen und Herren. Und neben der Intensivierung stichprobenartiger Kontrollen erfolgter Abfragen wird auch die Datenabfrage von Personen des öffentlichen Lebens und von solchen, die Sperrvermerke im Einwohnermeldesystem hinterlegt haben, zusätzlich erschwert. Und mittelfristig, auch das wurde angekündigt, ist die Einführung einer 2-Faktor-Authentifizierung vorgesehen, biometrisch mittels Fingerabdruck oder eben per Token-Code auf dem persönlichen Smartphone. Meine Damen und Herren, Drohungen und Einschüchterungsversuche sind das Gift für die freie Meinungsäußerung in unserer Demokratie. Es muss deshalb die klare Botschaft dieses Hessischen Landtages sein, wir haben keinen Zweifel daran, dass die hessischen Sicherheitsorgane alles daran setzen, um den oder die Täter zu ermitteln, meine Damen und Herren. Und wie im Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen vereinbart, haben wir mittlerweile auch unseren Gesetzentwurf zur Einrichtung eines oder einer unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Mit dem Beauftragten stärken wir den Ansatz, neben den Kontroll- und Veränderungsprozessen innerhalb der Sicherheitsbehörden auch Ansprechpartner und unabhängigen Sachverstand von außerhalb der Sicherheitsbehörden einzubeziehen. Auch diese Maßnahmen tragen ausdrücklich dazu bei, das Vertrauen in jene, die für unsere Sicherheit sorgen, zu stärken. Lassen Sie mich noch etwas Grundsätzliches anführen. Es ist heute leicht, unschöne Bilder in die Welt zu setzen und zu senden, etwa die Bilder aus Frankfurt-Sachsenhausen. Man sieht einen einzelnen jungen Menschen, unbewaffnet und zivil, der am Boden liegt. Und man sieht mehrere Polizeibeamte in Montur und bewaffnet. Wer sich mit dem Denken keine Mühe gibt, hat die Zuschreibung von Macht und Ohnmacht, die Rollen von Täter und Opfer schnell verteilt. Aber so einfach ist die Welt nicht, wie sie die einzelnen Bilder vielleicht suggerieren. Was solche Bilder nicht zeigen, ist die ganze Situation auch in ihrer Entwicklung. Man sieht nicht das aggressive Verhalten der vermeintlichen Opfer, man sieht nicht, welche Gewalt, welche Beleidigungen die Beamten schon einstecken mussten, und man sieht auch nicht und vergisst es eigentlich auch, worum es in dieser Situation auch geht. Es geht nämlich darum, die Durchsetzung von Recht und Ordnung auch zu gewähren, meine Damen und Herren. Und es geht auch um das Gewaltmonopol des Staates. Die Polizei ist doch, meine Damen und Herren, nicht aus Übermut und böser Absicht mit diesen Personen aneinander geraten. Die Beamten unterbinden Verstöße, setzen Platzverbot und anderes um. Und ihnen begegnet dabei Tag für Tag ein zunehmend feindseliges, herausforderndes und aggressives Verhalten. Oft unterstützen Unbeteiligte, die ihr Handy zücken und die Szene draufhalten. Für manche scheint es mittlerweile ein Sport zu sein, die Polizei so lange zu provozieren, bis es auch zu gewünschten Bildern kommt. Wenn wir es achselzuckend zulassen, meine Damen und Herren, dass unsere Staatsdiener sprachlich in den Dreck gezogen werden, dann werden sich andere auch aufgefordert fühlen, sie wie Dreck zu behandeln, meine Damen und Herren. Fragen Sie unsere Beamtinnen und Beamten, die jeden Tag für uns den Kopf hinhalten und genau dies Tag für Tag erleben. Und mit Blick auf den Vorfall in Sachsenhausen warnt beispielsweise der
Vorsitzende der GdP. Ich darf ihn zitieren. Vor einer Vorverurteilung, einem Generalverdacht gegen Polizisten. Dies würde, Zitat, das Verhältnis zwischen Polizei und Bürgern beschädigen. Nach der Betrachtung eines in den sozialen Medien verbreiteten Videos des Vorfalls ist ganz klar die Aussage, dass hier Grenzen überschritten worden sind. Auch das hat Innenminister Peter Beuth mit anderen Worten so bestätigt. Der von mir zitierte Polizeibeamte sagt, und das ist auch das Ergebnis der Untersuchung derzeit, es wurde schon längst reagiert, es wurde schnell reagiert. Aus Reihen der Polizei wurde reagiert. Da braucht man keinen Antrag der Linken dafür. Es gibt schon disziplinarische Maßnahmen, die umgehend ergriffen worden sind. Der Beamte oder die Beamte, die dabei beteiligt waren, sind nicht mehr im Dienst. Und die Sache wird sowohl disziplinarrechtlich wie auch strafrechtlich aufgearbeitet, meine Damen und Herren. Seit der Corona-Pandemie haben viele Polizisten auch den Eindruck, zunehmend das Gefühl, dass sie die Einschränkung des öffentlichen Lebens, dass sie an ihnen negativ ausgelassen wird, wenn sie Maßnahmen zum Infektionsschutz zum Beispiel durchsetzen müssen. Und deshalb steht an dieser Stelle, meine Damen und Herren, für uns auch am Ende jeder Debatte eins fest. Wir müssen denen, die uns schützen, auch bei jeder Gelegenheit Dank und Anerkennung zollen. Herr Abgeordneter Bauer, Sie müssten zum Schluss kommen, auch wenn da noch eine Minute steht. Das lag an einem technischen Defekt. Okay. Denn eins ist klar, meine Damen und Herren. Wir bedanken uns bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für ihre engagierte Arbeit in diesen herausfordernden Zeiten. Wir Christdemokraten sind auch stolz auf die Leistungen, auf die Leistungsfähigkeit der hessischen Polizei. Wir lassen aber auch daran keinen Zweifel, dass wir alle Maßnahmen ergreifen und unterstützen, damit das Ansehen der hessischen Polizei nicht länger unter dem Fehlverhalten Einzelner leidet. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bauer. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Hartmann für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, werte Damen und Herren, kaum etwas erschüttert das Vertrauen der Bevölkerung in einen funktionierenden Staat so sehr wie nicht aufgeklärte Vorfälle bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz. Und wie meine Vorredner schon gesagt haben, wir dürfen hier nichts schönreden. Auch in der Polizei wird ein Querschnitt der Einstellungen der Bevölkerung repräsentiert. Und deshalb gibt es auch dort schwarze Schafe. Wenn wir verhindern wollen, dass das Vertrauen in staatliche Akteure nicht noch weiter verloren geht, ist es außerordentlich wichtig, dass Straftaten wie Datenmissbrauch, Fremdenhass, rechtsradikale Chatgruppen, Übergriffe bei Polizeieinsätzen sehr schnell, sehr transparent und umfassend aufgeklärt werden. In der Tat haben sich in Hessen in den vergangenen 2 Jahren Vorfälle gehäuft, die kein gutes Licht auf die Polizei werfen und die in keinster Weise zu entschuldigen sind. Was dabei aber wirklich erschreckend war, ist die Tatsache, dass der Innenminister viel zu lange und scheinbar hilflos zugesehen hat und damit den Vertrauensverlust in unsere Polizei billigend in Kauf genommen hat. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich hätte mir gewünscht, dass nach Bekanntwerden der NSU-Affäre, aber spätestens nach den Drohschreiben von NSU 2.0 gegen Frau Bassayildiz vor 2 Jahren mit nachhaltigen Ermittlungen die Urheber der Drohschreiben zeitnah ausfindig gemacht worden wären. Im Interesse und auch oder gerade auch im Interesse der Polizei wäre es gewesen, dass es einen zügigen und entschlossene Maßnahmen gegeben hätte, um die Sicherheitslücken bei unberechtigten Abfragen von Datenbanken zu schließen. Doch offensichtlich waren zig weitere Vorfälle und großer öffentlicher Druck notwendig, bis diese Problematik endlich auch im Innenministerium angegangen wurde. Und gerade die Führungsschwäche und Inkonsequenz des Innenministers hat einen Beitrag dazu geleistet, dass die Integrität unserer Polizei von einigen in Abrede gestellt wird und dass leider auch Polizeibeamte, die verantwortungsbewusst und ordentlich ihren Dienst tun, sich damit unter Generalverdacht gestellt sehen.
Wenn im Antrag der Linken von Vorwürfen gegen Dutzende von Polizeibeamten die Rede ist und ich sage, jeder Fall ist einer zu viel, dürfen wir es nicht zulassen, dass diejenigen, die verantwortungsbewusst ihren Dienst tun, dass die wegen korrupter Kollegen so in Misskredit geraten. Ich habe in den Sommerferien den Polizeistationen und der Polizeidirektion in meinem Kreis einen Besuch abgestattet. Und da ist mir auch deutlich mit auf den Weg gegeben worden, dass auch innerhalb der Polizei ein großes Interesse an einer schnellen und schonungslosen Aufklärung der Vorfälle besteht. Und als Landtagsabgeordnete und Innenpolitikerin habe ich in der Vergangenheit stets versucht, mir bei regelmäßigen Gesprächen, nicht nur mit Führungskräften, Personalräten und Gewerkschaften, sondern auch bei Praxistagen und auch bei der Teilnahme von Nachtschichten, einen Einblick in die Polizeiarbeit zu verschaffen. Und ich muss ehrlich sagen, ich gehöre eigentlich nicht zu den Menschen, die schnell die Kontenance verlieren. Aber gerade wenn man so mal bei einer Nachtschicht teilnimmt, was bestimmt viele von Ihnen auch schon gemacht haben, dann erlebt man auch Situationen, wo man sich wundert, wie gelassen, wie beschwichtigend und wie deeskalierend Polizeibeamte mit diesen Situationen umgehen. Teilweise mit widerlichen verbalen Attacken, Drohgebärden und auch Spuckattacken. Also mir würde es schwerfallen, über solche Provokationen zum Teil so deeskalierend hinwegzusehen. In der Tat, Polizeibeamte haben eine besondere Verantwortung, was Besonnenheit, Toleranz und abgewogenen Reaktionen anbelangt. Insbesondere dann, wenn ein Täter oder ein vermeintlicher Täter schon fixiert ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass 2019 rund 4.000 Polizeibeamte Opfer von tätlichen Angriffen und von Gewalt wurden. Ich halte diese Zahl ebenso für erschreckend wie die Vorfälle von Polizeigewalt. Bei beidem muss Null Toleranz gelten. Und man darf nicht vergessen, dass Polizisten trotz teilweise sehr schlechter Arbeitsbedingungen, trotz in Hessen recht schlechter Bezahlung und Personalnotstand, auch fehlenden Beförderungsmöglichkeiten, Polizeibeamte eine sehr gute Arbeit leisten. Und Herr Innenminister, Sie wissen das selbst, dass die Stimmung bei der Polizei, was diese Landesregierung, was diesen Innenminister anbelangt, nicht gerade die beste ist. Seit Jahren häufen sich Überstunden und viele Polizisten fühlen sich im Stich gelassen. Deshalb ist es wichtig, dass nicht nur der Innenminister, sondern auch der Ministerpräsident diese umfassende Problematik endlich zur Chefsache macht. Und die unabhängige Expertenkommission ist sicherlich ein wichtiger Schritt, aber es reicht alleine nicht aus. Herr Innenminister, reden Sie nicht nur von Wertschätzung, sondern schaffen Sie Rahmenbedingungen, die den zusätzlichen Aufgaben und Belastungen der Polizei auch gerecht werden. Und was die Forderung der Linken auf eine unabhängige Ombudsstelle für Bürgeranliegen anbelangt, könnte diese schon längst eingerichtet sein. Die SPD-Fraktion hat bereits im Januar einen Gesetzentwurf zur Schaffung einer Stelle eines Bürgerbeauftragten und eines Landesbeauftragten für die Polizei hier in den Hessischen Landtag eingebracht. Wenn Sie von Seiten der Regierungsfraktionen nicht erst vorgestern per Eilausfertigung einen sehr ähnlichen Gesetzentwurf eingebracht hätten, nicht ein halbes Jahr verschlafen hätten, sondern unseren Gesetzentwurf angenommen hätten, könnten diese beiden Stellen bereits besetzt sein. Erfreulich ist hierbei, dass der Innenminister einen Meinungswandel vollzogen hat, weil er ja im Januar bei der Aussprache, bei der Einbringung unseres Gesetzentwurfs noch keine Notwendigkeit für einen Polizeibeauftragten gesehen hat. Ich will an dieser Stelle nicht die gestrige Diskussion wiederholen. Dennoch will ich das bekräftigen, was mein Kollege Günter Rudolph gefordert hat. Es wird endlich Zeit, dass ein Bürgerbeauftragter und ein Beauftragter für die hessische Polizei in Hessen installiert wird.
und dass der oder diejenige außerhalb der hierarchischen Strukturen des Innenministeriums allen Bürgerinnen und Bürgern und damit auch Polizeibeamten als Anlaufstelle bei Problemen mit polizeilichen Maßnahmen zur Verfügung steht. Und gerade im Polizeibereich ist es wichtig, dass diese Person tatsächlich auch als neutral und unabhängig wahrgenommen wird und auch so agieren kann. Und dies setzt voraus, dass diese Stellen nach Qualifikation und nicht nach parteipolitischer Zugehörigkeit besetzt werden. Auch diese zwei Beauftragten werden nicht sofort die Auswirkungen der jahrelang unterschätzten Gefahr von rechten Hass- und Hetzkampagnen ausrotten können. Und gerade was rassistische und antisemitische Gewalt anbelangt, nicht nur innerhalb der Polizei, muss diese Landesregierung endlich erkennen, dass es hier nicht nur Worte, sondern einer umfassenden Präventionsarbeit in Kooperation mit qualifizierten Beratungsstellen und Initiativen bedarf. Die Blockade von Fördergeldern für Fachberatungsstellen wie zum Beispiel Response war sicherlich in den letzten Monaten nicht der richtige Weg, Präventionsarbeit zu unterstützen. Wir brauchen mehr Demokratiebildung an Schulen und auch außerhalb von Schulen. Dies ist eine wesentliche Grundlage dafür, jungen Menschen eine auf Empathie gegründete Wertebildung und Sozialkompetenz zu vermitteln. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Voraussetzung für das Vertrauen in unseren Rechtsstaat ist, dass Polizei und Justiz als Ganzes über jegliche Zweifel an ihrer Verfassungstreue erhaben sind. Das Vertrauen in die Polizei wurde in den letzten Jahren und Monaten nicht nur dadurch erschüttert, dass immer wieder neue Vorfälle aufgetaucht sind, sondern insbesondere dadurch, dass es nicht möglich war, die Urheber von Drohbriefen, von NSU 2.0 und von Hassmails, unter anderem auch gegen unsere Kollegin Janine Wissler, ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen. Was das Ansehen der hessischen Polizei beschädigt hat, war auch das zögerliche Vorgehen des Innenministers, wenn es um Verhinderung weiterer Straftaten und die Aufklärung begangener Straftaten ging. Und deshalb, wenn es um das Vertrauen in unsere Polizei geht, Frau Abgeordnete Hartmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Wenn es darum geht, das Vertrauen in unsere Demokratie wiederherzustellen, ist ein Bürgerbeauftragter und ein Polizeibeauftragter, wie von der SPD-Fraktion bereits Anfang des Jahres gefordert, ein wichtiger Schritt, aber hüten wir uns davor zu erwarten, die Beauftragten könnten das mangelnde Aufklärungsverhalten dieser Landesregierung kompensieren. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hartmann. Für die AfD-Fraktion hat sich der Abgeordnete Herrmann zu Wort gemeldet. Meine Damen und Herren Abgeordneten, der Antrag der Fraktion Die Linke, polizeiliches Fehlverhalten, Gewalt und Übergriffe gegen die Zivilgesellschaft stoppen und aufklären, ist ein typisch linker Antrag, der in seiner Formulierung und Wortwahl wieder einmal mehr als deutlich macht, dass es der Fraktion der SED-Nachfolger mehr um Skandalisierung als um sachliche Auseinandersetzung geht. Schon die Formulierung des Antrags, die Wortwahl und die enthaltenen Forderungen zeigen deutlich die verwerfliche Absicht, eine ganze Berufsgruppe zu diskreditieren. Ich sage es hier klar und deutlich. Die Polizei in ihrer gesamten Struktur, von der Behördenspitze bis zum Schutzmann vor Ort, hat grundsätzlich unser Vertrauen verdient. Eine Berufsgruppe, die wie keine andere für unsere tägliche Sicherheit und Ordnung eintritt, die die Bürger unseres Landes schützt und nicht zuletzt auch ein Garant für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, hat Anspruch darauf, dass sie gegen öffentlich herabwürdigende und ihr Ansehen beschädigende Anträge und Äußerungen linker Ideologen im Hessischen Landtag verteidigt wird. Denn bei einer objektiven Betrachtungsweise wird schnell deutlich,
dass Verfehlungen, wie im Antrag der Linken genannt, nicht nur Einzelfälle, sondern auch pauschale Unterstellungen sind. Das beweist auch die Zahl der Polizeibeamte, gegen die aufgrund eines entsprechenden Verdachts Ermittlungen eingeleitet wurden. Sie liegt lediglich im zweistelligen Bereich, und das bei rund 15.000 Polizeibeamten in Hessen. Es sind Vorfälle, gegen die eingeschritten wird, die auch nicht geduldet werden. Vorfälle, die untersucht werden und die bei einem festgestellten Fehlverhalten personen- und sachbezogen kritisiert und erforderlichenfalls auch sanktioniert werden. Das entspricht unserem Recht und Rechtsverständnis. Damit scheinen die Linken allerdings ein Problem zu haben. Ganz im Stile sozialistisch-kommunistischer Denkweise nimmt die Fraktion der Linken die ganze Polizei in Sippenhaft und stellt aufgrund des Fehlverhaltens Einzelner gleich die ganze Polizei unter Generalverdacht. Solche Verhaltensweisen müssen allerdings niemanden verwundern, denn als SED-Nachfolgepartei ist das natürlich im Erbgut der Linken tief verankert. Schauen wir uns mal den Antrag der Linken näher an. Unter Punkt 1 fordern die Linksideologen eine Bestürztheit über Dutzende hessische Polizistinnen und Polizisten wegen einer angeblichen Nähe zum Rechtsradikalismus, Rassismus, Faschismus und möglicher Straftaten sowie über illegale Datenabfragen von Polizeicomputern. Hier handelt es sich um pauschale Unterstellungen, von den illegalen Datenabfragen einmal abgesehen, die mittels der verwendeten Redewendung bestürzt über Dutzende Polizisten eine Größenordnung und ein Problem suggerieren soll, was angeblich weit verbreitet ist und eine unbestimmte Vielzahl von Beamten betrifft. Dass dies bei seriöser Betrachtung der Realität nicht standhält, dürfte jedem vernünftigen Menschen klar sein. Tatsächlich müsste sich der Hessische Landtag bestürzt über den Antrag der Linken zeigen, der in diffamierender und verleumderischer Weise die Polizei trotz ihrem konsequenten Vorgehen bei entsprechenden Vorfällen verunglimpft. Unter Punkt 2 fordern die Linksideologen, schockiert zu sein von Videoaufnahmen und Vorwürfen über Polizeigewalt, wie sie jüngst vermehrt in anderen Bundesländern sowie in der Nacht zum 16. August auch in Frankfurt-Sachsenhausen in Form massiver polizeilicher Übergriffe gegen Bürgerinnen und Bürger angeblich zu beobachten waren. Auch hier arbeitet die Linke wieder mit dem Mittel der Verallgemeinerung. Vorfälle in anderen Bundesländern werden mit dem Vorfall in Frankfurt-Main-Sachsenhausen in Verbindung gebracht. Und auch bei dem Vorfall in Sachsenhausen wird der Eindruck erweckt, als hätte es eine Vielzahl von Übergriffen von Seiten der Polizei gegeben. Da ändert auch die relativierende Formulierung angeblich zu beobachten nichts. Die Absicht ist klar erkennbar. Die Polizei soll generell, und hier natürlich die hessische Polizei, in ein schlechtes Bild gerückt werden. Dafür gibt es allerdings keinen Grund, denn auch im Fall Sachsenhausen wurden konsequent Ermittlungen eingeleitet und nichts unter den Tisch gekehrt. Auch hier darf das Fehlverhalten Einzelner nicht auf die gesamte Polizei übertragen werden. Schockiert müsste der Hessische Landtag tatsächlich auch hier über den Antrag der Linken sein, der die Gewalttätigkeiten einer Vielzahl von linken Demonstranten und Kriminellen gegenüber der Polizei gerne ignoriert, aber Einzelfälle bei der Polizei skandalisiert. Und auch die Forderungen, die von der Linken in diesem Zusammenhang im Antrag unter Punkt 3 an die Landesregierung gestellt werden, diskreditieren die Polizei. Denn hier wird ganz frech von den linken Antidemokraten der falsche Eindruck vermittelt, die Polizei würde ihre Pflicht ordnungsgemäß zu ermitteln, um die Sachverhalte umfassend aufzuklären, nicht nachkommen. Meine Damen und Herren, kleinen Augenblick, Herr Herrmann, da hat der Abgeordnete Schaus recht. Antidemokraten ist kein Gebrauch, der hier im Landtag verwendet wird. Wir sind alle Parteien demokratisch gewählt. Also hier im Landtag gibt es keine Antidemokraten. Ach, das höre ich aber zum ersten Mal. Wenn es gegen uns geht, sind wir sehr wohl nicht demokratisch. Hat aber ja, ich widerspreche, ganz genau, weil das falsch ist, was hier gesagt wird. Ich habe aber jetzt Sitzungsleitung und ich... Entschuldige mich für...
Gut. Ja. Meine Damen und Herren, der ganze Antrag der Linken ist von der ersten bis zur letzten Zeile eine einzige Beleidigung unserer Polizei. Es ist für eine demokratische Partei oder für demokratische Parteien und anständige Politiker ein unwürdiges Pamphlet, mit dem sich das Plenum und leider nicht der Reißwolf beschäftigen müssen. Aber die Linke ist halt auch keine demokratische Partei in unserem Sinne. Und so ist dieser Antrag ein linker Antrag im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Damen und Herren, wir von der AfD werden immer unsere Stimme gegen Ideologen und politische Gefährder unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung erheben, wenn es gilt, Recht und Freiheit, Sicherheit und Ordnung und die dafür eintretenden Organisationen und Menschen zu verteidigen. Und wir werden laut und deutlich die benennen, die mit ihren Handlungen und Aussagen eine Gefahr für unser Land, unsere Gesellschaft oder unsere Rechtsordnung darstellen. An der Spitze dieser Gefährder steht leider nicht nur die Partei Die Linke. Den Schulterschluss mit dieser Partei leisten auch SPD und Grüne. Und vor allem in Berlin ist die politisch besonders hässliche Seite dieser rot-rot-grünen Gesinnung deutlich erkennbar. Da darf die Polizei von linken Extremisten besetzte Häuser bei der Verfolgung linker Straftäter auf frischer Tat nicht einfach betreten, sondern muss sich erst telefonisch die Erlaubnis holen. Da wundert es auch nicht, dass sich in Berlin die Polizisten für Kontrollen von Rauschgiftdealern rechtfertigen müssen, wenn diese meinen, aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert worden zu sein. Ganz zu schweigen von den Enteignungs-, Arbeitslager- und Hinrichtungsfantasien mancher Mitglieder dieser unsere Freiheit und Rechtsordnung gefährdenden Truppe, die sich die Linke nennt. Meine Damen und Herren, das von SPD, Grünen und Linken kaputt regierte Berlin muss uns allen ein warnendes Beispiel sein. Dort wird der Rechtsstaat bereits auf den Kopf gestellt. Das darf den Linken nicht auch noch in Hessen gelingen. Mit solchen Anträgen wie diesem wird der Weg in einen Linksstaat gepflastert. Dem werden wir uns von der AfD mit aller Macht entgegenstellen. Den linken Antrag lehnen wir natürlich ab. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Herrmann. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich die Abgeordnete Goldbach zu Wort gemeldet. Das habe ich auch nicht so verstanden. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über Vorgänge, die uns alle beunruhigen. Und für den Setzpunkt der Kolleginnen und Kollegen von den Linken bedanken wir uns deshalb. Es ist berechtigt, daran besteht überhaupt gar kein Zweifel. Ich bin allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, gleichzeitig ein bisschen enttäuscht über das, was Sie heute hier konkret zur Abstimmung stellen. Denn für Ihre Verhältnisse haben Sie einen eher schwachen Text vorgelegt. Ich sage das aber mit allem Respekt, das können Sie besser. Ich lese in Ihrem Antrag nämlich folgenden Satz. Der Landtag zeigt sein Unverständnis über die mangelnden Aufklärungserfolge bei der Aufklärung dieser Vorgänge durch Polizei und Staatsanwaltschaft. Aha, sage ich mir. Der Landtag zeigt sein Unverständnis. Aber was heißt denn das jetzt? Der Landtag ist nicht einverstanden? Oder heißt das, der Landtag versteht das nicht? Oder heißt das, der Landtag protestiert hier? Ich möchte Ihnen deshalb sagen, ich finde, das ist der falsche Ansatz. Und es ist nicht nur der falsche Ansatz, ich finde, es ist auch nicht ganz die richtige Tonlage. Ich selbst würde es so sagen. Und ich bitte Sie, mir jetzt genau zuzuhören. Es ist nun einmal in einem Rechtsstaat so, wenn Beweise nicht ausreichen oder der Täter versiert im Internet ist, dass seine Tat nicht nachweisbar ist, wird das Verfahren eingestellt oder kann nicht aufgeklärt werden. Nochmal, es ist nun einmal in einem Rechtsstaat so, wenn Beweise nicht ausreichen oder der Täter so versiert im Internet ist, dass seine Tat nicht nachweisbar ist, wird das Verfahren eingestellt oder kann nicht aufgeklärt werden.
Der Satz ist nicht von mir. Der stammt von Frau Bascha-Yildiz. Er stammt von der Frau, die als erste vom selbsternannten NSU 2.0 mit den widerwärtigsten Beleidigungen und Bedrohungen überzogen wurde, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er stammt von der Frankfurter Rechtsanwältin, die hilflos miterleben musste, dass wegen ihres Berufs auch ihre Familie ins Visier der Täter gelangt ist. Der Satz ist jetzt keine 3 Wochen alt. Wir sollten uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, daran ein Beispiel nehmen. Wir sollten uns an Frau Rechtsanwältin Seda Bascha-Yildiz ein Beispiel nehmen. Meine Bitte ist deshalb, lasst uns ein bisschen abrüsten. Mein Vorschlag ist etwas weniger Pathos und etwas mehr sachliche Analyse. Leidenschaft und Augenmaß machen einen guten Politiker aus und natürlich auch eine gute Politikerin. Max Weber bekanntermaßen, aber brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Was sagt Frau Bascha-Yildiz denn noch? Sie sagt noch, ich glaube, dass alles dafür getan wird, die Täter zu ermitteln. Nicht nur in meinem Interesse, sondern auch im Interesse der Polizei. Nochmal, sie glaubt, dass alles dafür getan wird, dass die Täter ermittelt werden, in ihrem und im Interesse der Polizei. Und wissen Sie was? Ich glaube das auch. Ich glaube ebenfalls, dass alles dafür getan wird, die Täter zu ermitteln. Und warum glaube ich das? Ganz einfach. Ich bin seit 1,5 Jahren ständig in Gesprächen mit Polizeipräsidenten in ganz Hessen. Und ich kann nach vielen eingehenden Gesprächen sagen, dass ich ausschließlich mit intelligenten, integren und mit verantwortungsbewussten Menschen da gesprochen habe. Dass ihre eigenen Beamten Rechtsverletzungen begehen, wie sie in Videoaufnahmen dokumentiert sind, ist für die Behördenleiter die allergrößte Bürde. Und noch schlimmer ist für sie der Verdacht, es könnte in ihren Reihen Rechtsextremisten geben. Gar ein Netzwerk von Rechtsextremen. Die Polizei sieht es genauso wie wir. In der hessischen Polizei darf es keine Rechtsextremisten geben. Und deshalb kann ich bestätigen, was Frau Bascha-Yildiz sagt. Die Polizei selbst hat das größte Interesse daran, dass die Vorgänge restlos aufgeklärt werden. Was auch sonst, möchte ich eigentlich sagen. Und noch einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie schreiben, der Landtag zeigt sein Unverständnis, dann ist das, verzeihen Sie mir, etwas unterkomplex. Wenn ich in die Polizeipräsidien gehe, dann habe ich unter anderem ein Anliegen. Ich mache in diesen Gesprächen unmissverständlich deutlich, dass die Politik erwartet, dass die Polizei sich jeder Kritik stellt. Das ist doch ein ganz einfacher Mechanismus, den ich kurz erklären will. Wir Grünen stellen die Polizei nicht in Generalverdacht, nein. Wir haben ein Grundvertrauen in diese Institutionen. Aber im Gegenzug muss die Polizei auch zeigen, dass sie dieses Vertrauen verdient. Und das sind 2 Seiten derselben Medaille. Was heißt das jetzt konkret? Das heißt zum Beispiel als Konsequenz, dass die Polizei sich viel stärker als bisher öffnen muss. Auch das ist uns ein grünes Anliegen. Wir sind uns schon bewusst, dass Transparenz und Sicherheitsbehörden erst einmal Begriffe sind, die sich ein bisschen beißen. Was wir Grüne wollen, ist, wir wollen diese beiden Begriffe miteinander versöhnen, Transparenz und Sicherheitsbehörden. Einfach gesagt, in einer offenen Gesellschaft, wie wir sie haben, soll die Polizei sich erklären können. Sie soll erklären, was sie tut und warum sie es tut. Und zwar am besten auch noch von sich aus. Proaktiv, um mal ein Wort aus der Polizeitaktik zu verwenden. Ich weiß, das passiert schon, das ist auch nichts Neues. Denken Sie nur an die publikumswirksam organisierten Fahndungstage auf Autobahnnetzen oder denken Sie daran, die Kampagnen zum Schutz von Wohnungseinbrüchen oder an die Polizeistudie einmalig in Deutschland, die wir hier in Hessen erstellt haben. Denken Sie daran, wie die Polizei bei schwierigen Einsätzen auf Twitter ihr Verhalten und ihre Taktik erklärt. Es gibt noch viele andere Beispiele, die kann man alle auf den Webseiten und Tweet-Accounts der hessischen Polizei nachlesen. Was wir wollen diesen Weg der Transparenz und des Neuanfangs weiter beschreiten, neue Wege erschließen und die Informationsflüsse auch verstetigen. Denn wir haben gewachsene Informationsansprüche bei der Bevölkerung. Und die Eigenheiten und Folgen der digitalen Kommunikation sind auch ein Faktum. Und diese beiden Fakten bedingen einander. Und darauf müssen wir reagieren. Wir leben in einem Zeitalter der Beschleunigung des Informationsflusses. Immer mehr Informationen werden immer schneller ausgetauscht.
und das verändert die Funktionsbedingungen unserer Demokratie. Und wir müssen auch schneller und mehr kommunizieren. Wem erzähle ich das? Sie wissen das alles. Und weil die Polizei Teil unserer Demokratie ist und das auch künftig so sein soll, muss auch die Polizei sich diesen veränderten Bedingungen anpassen. Mit der Errichtung einer Expertenkommission haben wir bereits einen ersten Schritt gemacht in die Weiterentwicklung, Modernisierung der Polizei. Einen zweiten haben wir gestern gemacht. Der Bürger- und Polizeibeauftragte wird, wie Ihnen bei Ihnen im Antrag gefordert, demnächst Realität. Und wie der Kollege Frömmrich gestern schon sagte, wir freuen uns darüber. Dankeschön.